Ja. Bluescreen. Wiederherstellen. So, wiederherstellen. Bluescreen. Twitch is back online. Mixer not. Okay, Mixer ist also back. Okay, da ist online. Music. I need music. Chat. Booting up. So. Okay, hast du hier? So, das haben wir, das haben wir. Discord als Admin starten. Okay. Größer Ja. mich angibt ja gar nicht. Ach, das hast du noch gehört? Verdammt. Aber lass mich mal kurz mein Discord als Admin starten, weil sonst kann ich mich im Game nicht mit der Taste muten. Das wäre praktisch, ja. Wo ist denn jetzt hier Discord? Ach, da. Andererseits habe ich gerade überlegt, der Rechner wollte mir bestimmt ein Zeichen geben. Ich hab's mir auch fast gedacht, ja. Du bist jetzt natürlich oben, kannst den ganzen Weg. Einmal runterrutschen, na super. Sicher, dass ich oben bin? Er nimmt den letzten gespeicherten Spielstand, ne? Muss ja, du kommst ja dann aus dem Links raus. Also ich bin in meinem
Fahrzeug gesessen, wo ich gerade nach oben fahren wollte. Das war der letzte Speicherstand. Ich weiß nicht, wenn da unten die Glühbirnchen weit war, es von da aus glaube ich nicht mehr. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Na, ich glaube, das merkst du schon an der Schwerkraft. Planetensystem lädt. Aha. Ja, 4,6 Megabyte hat das File schon. Also ich stehe unten noch. Ja? Ja. Okay. Zwar. Ja. Ich bin schon losgefahren, ne? Müsste es da sein, wo du warst, wo ich denn eingestiegen bin. Da speichert er ja. Also ganz komisch. Bei der Bluescreen-Meldung stand Memory Management. Vielleicht hat Astronia auch ein Memory Leak. Ich habe jetzt nicht auf meinen Speicher geachtet. Jetzt gerade. Also jetzt gerade habe ich 11,4 GB genutzt und ich habe ja 32. Also den ganzen Krempel abbauen hier unten, das dauert relativ lange. Ich gucke mich jetzt nur noch ein bisschen um und dann können wir auch Schluss machen. Zink. Dann komme ich nicht nochmal runtergefahren, dann locken wir uns oben aus, hart. Ja, ich komme dann hochgedackelt. Noch mal ein bisschen gucken hier. Das ist ja Kilometerweg. Ganz schön eng hier. Ich würde denn noch versuchen, hier die Forschung anzuschauen. Genau, du kannst noch ein paar Forschungen machen. Diese kleinen, damit wir diese Bohrer-Anpassung noch machen können. Ich würde denn hier noch die Graphen zweimal, damit wir Diamant haben. Noch einer, da ist noch einer. Muss ich alles neu machen, ey. Aber haben sie schon gut gemacht, hat man bei jedem Einsteigen speichert, dann ist das alles nicht ganz so lange her. Ja, auf jeden Fall. Und da du auch einen Speichern triggern kannst, weil, ja, überleg mal, der eine, der meinert nur den ganzen Tag unten und wenn das beim Client nicht speichern würde, dann ja, würdest du stundenlangen Progress verlieren. So waren das jetzt vielleicht 10 Minuten höchstens, die wir verloren haben. Noch nicht mal. Du hast dich verlaufen, ne? Bin mir nicht sicher, ich hoffe mal nicht. Da durch. Gerade wenn man den begrenzten Sauerstoff hat, ist das nicht lustig. Da hinten. Da siehst du. Schon kommt die Sauerstoffmeldung. Ich hab gerade noch Dings gesehen. Die Leitung. Ich speichere zur Sicherheit nochmal. Weiß doch echt nicht, wo man hier weitergehen soll, ne? Und wieder unten. Wende nach unten. Ja, wenn es noch weiter nach unten geht. Na, notfalls gräbst dich noch ein Stückchen nach unten. Irgendwann triffst du ja auf. Irgendwann triffst du ja auf Dings da. Hier hinten sind noch ein paar Forschungspunkte. Die nehmen wir noch mit. Genau, ich habe die links hier die Rakete losgeschickt. Graphit besorgen.
was. Such mal ein paar Punkte Forschung noch zu. Ich habe eine Kugel gefunden, die schwarz-weiß gestreift ist. Ein Fußball? Ja. Ich leg die mal hier vorne irgendwo hin. Komm da nicht durch. So, einen Diamant baue ich gerade, aber wir müssen ja noch die Forschung freischalten. Wobei, Rohranpassungsstufe 3, 3750 haben wir. Zack, einmal Diamant. Diamant haben wir. Sind. Hast du auch zu spucken? Also viel Anziehungskraft ist hier auch nicht gerade. So, die Bohreranpassung haben wir. Habe ich gebaut gerade. Ich brauche schon wieder Sauerstoff. Gibt's doch wohl nicht. Nicht in die richtige Richtung. Sauerstoff wird überbewertet, ne? Ja. Schneller, 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 schneller. Da hat sich bestimmt. Da hinten ist was. Schneller, 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 schneller. Und reicht. Puh. Ich sollte das sein lassen. Ja, ich komme jetzt hochgelaufen. Jupp. Nehme ich noch irgendwas mit? Ich lasse die Stöpsel hier noch liegen. Das Gemisch lasse ich hier liegen. Ammonium bringe ich mit. Ja, die Kugel kannst du nachher mit dem Trecker hochbringen. So, okay, voll. Ja, dann laufen wir mal, wa? Ja, dann lauf mal. Mensch, können wir Hydrazin produzieren? Das ist ja eine wahre Freude.
in der Luft. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ja, und wie gesagt, dort ist noch jede Menge von dem Zeug. Wir müssen es nur irgendwie nach oben kriegen. Okay, die eine Lampe nehme ich hier weg. Von dem ehemaligen Zwischenlager. So geht gar nicht. Wieder wegbauen. Dann kommt es mit dem Trecker später weiter. Das ist ja gut hier. Wenn ich hier schon lang laufe, kann ich auch gleich Fahrbahn ausbessern. So. Hier lang. Das weitermachen. Sehr schön. Schöne Autobahn. Jetzt bin ich an unserem Schrottplatz gerade vorbei. Hier noch rum. Einbetonierte Pflanzen. Sauerstofffilter, aha. Dann weiß man, wie weit man eigentlich schon zurück ist, ne? Ja. Quarz. Ah, da haben wir genug von gesagt. Ja, nimm ruhig die zwei noch mit, die da schon liegen. Nee, müsste ich abbauen. Ach so, nee, da liegen zwei Quarze auf dem Weg. Hoch rum. Dann bist noch nicht, da muss noch ein paar Stockwerke hoch. Okay, der nächste Schrottplatz hier. Das geht aber steil hoch. Holy shit. Okay, das war die eine Höhle, wo ich mich reingebuddelt habe. Hier gibt es noch jede Menge. Das sieht so nach Zink aus. Jawohl. Nee, danke. Zink haben wir eigentlich auch genug. Wie tief habe ich mich denn hier reingebuddelt? So, das ist noch eine Forschungsprobe. Ich glaube, das war hier die erste Schräge, die ich runtergebuddelt habe. Hier sind noch zwei organische. Oh, Rucksack voll deswegen. Nee, die lassen wir da liegen. Da liegt doch ein Generator. Ja. Und noch eine Forschungsprobe. Mit. Gott, ist das eine Strecke. Ja, ne?
wie eine Wand. Laterit. Spuren in den Fall. Nehme es halt in die Hand. Das könnte vielleicht nicht mal sein. Ich glaube, ich sehe den Nachthimmel. Oh ne, das ist ein Felsen. Da ist jede Menge Gemisch. Aha. Da sind meine zwei Pflanzen. Und da geht's raus. Yay! Ausgang gefunden. Ja. Ha, frische Luft. Oh ne, da ist ein Loch. Uha, nicht gut. Halbe Großbaustelle hier draußen. Ne, das kommt auf den Schmelzer. Hinter dir. Hast du hier unsere Ressourcensammlung hier schon gesehen? Hier habe ich was. Ach du grüne Neune. Hingepackt und hier hinten, komm mal mit. Hier ist auch noch und da ist das ganze Hydrazin und hier ist auch schon, siehst du ja. Ach du grüne Neune. Deswegen sagte ich hier, wir haben genug Glas und Quarz und alles sowas, ne? Grundversorgung gesichert, ne? So, was habe ich jetzt noch auf dem Rücken? Ich habe hier noch Ammonium, ja, pack hier auf die Ammonium. Pack hier so ruf. Da so drauf. Können wir gleich verarbeiten. So ein Hydrazin fehlt noch. Da ist noch einer. Wo ist mein Bohraufsatz? Hä? Weiß nicht. Der ist weg. Irgendwie verloren. Ups. Das war der falsche. Und die breite Anpassung müssen wir mal gucken. Was kostet die? Immer Zink. Das ist jetzt nicht so schlimm. Da ist die breite Anpassung nochmal neu. Messi. Wieso ist der nicht hinten drauf stecken? Nee, die funktioniert ja nicht. Die muss auf den Bohrer. Und die Bohrer-Dings hier, Stufe 3, muss auch auf den Bohrer auf. Er ist drauf auf dem Bohrer. Ich krieg das Ding nicht an der Seite gepflanscht, ne? Doch. Da oben passt drauf. Hier hinter dir ist, hier hinter uns ist hartes Gestein. Probier mal aus. Hier über uns, hier oben. Oh, Alter, das geht. Geht wie Mutter, ne? Ja. Schluckt aber auch einen Haufen Energie. Also da musst du immer an der Tesla-Line hängen. Ja, ich habe hier noch kleine Batterie vorsichtshalber mit. Wo können wir hier den Kohlenstoff? Was das ausmacht, wenn man mal so ein bisschen unten in der Erde rumbuddelt, ne? Ja. War jetzt nicht so mega dringend wichtig, aber haben ist besser als nicht haben, ne?
Ja, du brauchst halt, wenn du auf den anderen Planeten willst. Ich überlege gerade, wo ich das hinstelle. Das weiß ich noch nicht, wo ich das hin tun soll. Was ist denn da? Ja, hier so ein organisches das. Ach so. Oh, da hinten zu den anderen halt, ne? Naja, es gibt Platz mehr. Müsste ich eine neue Plattform wieder bauen. Eine große Plattform. Und dafür brauche ich die Plattform auch nicht zwingend mit Strom versorgen, das weißt du, ne? Nee, die Lagerplattform nicht unbedingt richtig. Aber dann kann man sie nicht aus Versehen hier anfassen und wegheben. Dann sind sie gesperrt für Heben. Das stimmt. Oh, die Hydrazinschubdüse, die können wir ja schon wieder ranbauen. Das große Raumschiff habe ich schon gebaut. Warte mal, wo sind denn hier die Antriebsklamotten? RTG ist Stromdingens, ne? Mhm. Brauchen wir aber nicht. Ja, hier nicht. Auf dem anderen Planeten vielleicht, ja. Eben drum. So habe ich. Das dachte ich mir dann. Was ist denn ein hohes Lager? Ich weiß nicht. Silo ja genauso. Also einige Sachen müssen wir irgendwie mal ausprobieren morgen denn. Ja, aber wenn dann gleich. Ja, irgendwann erforschen wir so und so alles. Ja, ja. So ein großes Silo B brauchst du dreimal Stahl für. Großes Silo A, nur Aluminiumlegierung. Aha. Ja, nur? Schon Unterschied, ne? Warte mal, irgendwie habe ich doch hier was. Wo habe ich das hingetan? Was Geier ist ein großer Lagerring. Holy shit. Der kostet wohl 200.000. Dreimal Stahl hätten wir. Hier. Dreimal Stahl haben wir. Was hatte ich denn da eben? Eine Plattform. Dreimal Stahl, großes Silo B. Aber wir brauchen halt 7.500 Forschungspunkte. Das reicht nicht. Ja, die haben wir jetzt gerade nicht. Ja, das sammeln wir dann morgen, die Punkte. Ja. Auf den anderen Planeten gibt es ja auch noch einen Haufen. Ich wollte gerade sagen, die Forschungsarmee von den anderen Planeten bringen ja durchaus 600, 700. Könntest deine Kanister hier im Dings ausleeren? Dann können wir noch ein bisschen Graphit synthetisieren. Pflanze, ne? Neuen Samen. Mhm. Ich geh mal pflanzen. So ist nur schon das Fleckchen, wo ich die hinpflanzen kann. Mhm. Da hinten, wo die Bäume stehen. Da kann man die hinpflanzen. Hey, wake up! Hier hat sich auch schon einer in den Boden reingeholt. Well, welcome! Nein, doch. Für Pflanzen. Thanks. Well, thank you, nein, thank doch. You. Oh. Nein, doch. Oh. Thank you for wieso the donation. Da steht oh. Eine Windturbine auf dem Felsen. Was hast du denn da gebaut? Wo denn? Hier. Oh. Ach da. Ja, na, wegen hoch und so. Damit sie schön hoch steht. Besser Wind kriegt. Genau. Ich verstehe. Ja, ja. Siehst du? Mein Gott.
Thank you, thank you, thank you for the 150 T-Fuel. Der hättest du lieber nee, hinten drauf. 75, sorry. It's 1 a.m. hier. So ganz ein Stückchen höher und dann oben drauf biegen. Oder oben auf dem Berg. Das geht natürlich auch. Ja, so jetzt haben wir zweimal Graphit. So. Kriegen wir da nochmal zweimal Graphit raus? Bei Graphit kriegen wir schlecht gemeinert hier. Aha. Das ist ganz selten eigentlich. Aus was stellst du das jetzt her oder? Nee, gefunden haben wir das ja nicht. Na, hier aus der Turbine hier. Der Zentrifuge. Aus Erde. So, gut, Erde haben wir ja genug. Ja, und da kommen dann zwei Stück raus pro einmal voll, also zwei Kanister. Ist einmal voll diese Zentrifuge und. Na gut, dann muss ich halt nur mal mit leeren Kanistern losgehen und dann in den großen Berg rein. Ja. Eins meiner leichtesten Tätigkeiten. Weil zweimal Graphit brauchst du ja denn, um einmal Graphen herzustellen. Nee. Falsch. Du kannst aus einmal Graphit und einmal Hydrazin Graphen herstellen und aus zweimal Graphen machst du dann Diamant. Also das ist ganz schön aufwendig. Ja. Vielleicht legst du das trotzdem mal ab, das Teil, bevor du dich ausloggst, weil wenn das morgen dann wieder weg ist. Wäre sehr aufwendig. Ich bin einfach auf den Trecker drauf. Ja. Ich werde so und so morgen, wenn ich vor dir da bin oder so, werde ich so und so dann schon mal rüberfliegen zum anderen Planeten und gucken. Eisen holen und das Zeug alles, was wir doch so brauchen. Komplette Ausrüstung abgelegt. Ja, nimm doch alles so ein bisschen Platz weg, ne? Zum Bohrer, Batterie, Licht, Sauerstoff. Mhm. Das braucht man halt auch alles. Ja. Also. Jetzt braucht Licht, man schon. Sauerstoff, Batterie, ja, mit dem großen Bohrer auf jeden Fall. Mhm. Muss man sich schon ein bisschen organisieren, was man mitnimmt, was nicht. Siehst du, wenn ich da unten irgendwas abbaue, kriege ich das gar nicht weg, weil Rucksack ist halt ständig voll. Ja. Und wenn man denn noch Tetherlines oder hier diese Verbinder mit hat. Ja. Ich habe hier noch so ein Ding gebaut, das ist aber nutzlos. Das ist aus einer Aktion, die nicht mehr läuft. Mit Ding hier. Exo-Auftragsplattform. Wenn du da mal F drückst, keine Mission verfügbar. Na toll. Ja, habe ich umsonst gebaut. Inaktiv. Mhm. Aber warte mal. Kriegen wir das hier nicht? Ob es ins Schredder passt. Locker. Gut, ihr Schredder. Ich weiß noch, wo wir mit dem Schredder und dem großen Buggy rumgefahren sind. Alles weggeschreddert haben. Ja. Aber es lohnt sich halt, ne? Na, gucken wir. Du musst halt nicht den ganzen Kleinkram zum Basis schleppen, sondern du nimmst einfach einen Schredder mit. Ja, das kann man machen. Aber mit dem Schredder hier wird es nicht gehen, ne? Der ist ein bisschen zu groß. Sicher? Dass der nicht auf den großen Buggy drauf passt? Ne, ist schon ziemlich sicher, ja. Ja, sind wir zweites Mal Stahl fertig? Nee. Anderthalb. Mehr kommt da nicht bei rum. Mhm. Oh, ja. Hattest du nicht schon einen großen Buggy irgendwo rumstehen? Hey, nee, hast du nur erforscht, ne? Wie hast du denn die anderen Dinger aktiviert? Bist du mit dem Rails, kleinen Trecker thanks hin, for the Twitch follow. Hä? Was? Was bin ich? Du sagst, du hast schon drei von den Sachen aktiviert. Ja, ich bin mit dem Trecker rumgefahren. Hatte zwei große Batterien hinten drauf. Anstatt jetzt diese Lager. Und bin dann rumgefahren. Okay, ja, geht auch. Ich glaube einmal in die Richtung da. Einmal in die Richtung da. Und einmal hinter uns da, in die Richtung da. Bin ich auch schon mal los.
sieht man aber auch nicht von hier, ne? Doch, da hinten ist irgendwas. Das ist ein Beacon, das grüne Teil, ne? Die Richtung. Grüne sind Beacons, genau. Da. Wieso kann ich jetzt nicht zeigen? Was ist denn jetzt? Du musst irgendwo hinklicken. Tu ich doch gerade. Ist zu weit weg gewesen, vielleicht. Ja. So. Lassen wir für heute gut sein, erstmal. Ja. Wo ist denn. Da ist ein Häuschen. So, ich setz mich auf den. Und drin. Ich setz mich auf den Traktor. Das speichert er auch. F verlassen. Deine einfache Alltagsraumbasis. Escape. Fruchtzwerg schreibt, der passt auf den Rover, okay. Der Schredder. Ich meine auch, wir sind mit dem großen Schredder rumgefahren. Ja, dann ist das der Goal für morgen, dass wir morgen den großen Rover mal bauen. Da müssen wir ja auch ein paar. Wollen wir nicht erst noch Legierungen buddeln? Du bist im Buddelfieber, du kannst ja buddeln. Ich baue den Rover in der Zeit und flieg zu anderen Planeten. Ich brauche einen, der den ganzen Krempel da rausschreddert, rausholt, den ich da abbaue. Du kannst ja dennoch ja gerne mit dem Rover rumfahren und schreddern. Aber dann brauchst du auch Energie, also das ist, naja, müssen wir sehen. Naja, du brauchst Minimum 2 Anhänger. Einen für den Schredder und zweiten mit 2 mittelgroßen Lagern für das geschreddete Zeug. Na, du brauchst noch Batterie. Du brauchst ja Energie. Batterie, denke ich mal. So eine Windturbine, Solarzelle. Autonome Versorgung und sowas halt, ne? Okay. Gut, dann sage ich danke fürs Mitzocken und so, ne? Morgen. Denke mal so gegen 16 Uhr. Plus minus halbe Stunde. Wenn ich wach werde. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Ich mag das Spiel. Ich bin zum Mittag eingeladen, also ich muss vor 12 Uhr aufstehen. Uff. Ja. Ungewohnt am Wochenende. Bis morgen denn, ne? Guck mal, wo ich jetzt. Wo du noch rumlurkst. Online. Doch da. Da ist Citizen. Ja. Den werde ich dann vielleicht gleich husten. Tu er das. Ich schwing mich schon mal rüber. Ich sag mal, bis denn ich. Dann winke, winke. Tschüss. Tschüss. So, Chat. It's the end for today. Wir hören jetzt auf. It's 1 a.m. 30 hier. Thanks for watching. Danke fürs Zuschauen. Thanks for the donations. Thanks for the follows. Und eine gute Nacht auch dir, Fruchtzwerg. Und morgen wieder da. 16 Uhr. Tschüss. Bye bye. Arrivederci.